meine lieben Freunde. Wir fahren jetzt gerade eine Trainingsfahrt und werden mal schauen, dass wir den einen oder anderen gut überholt bekommen. Ja, und ihr habt es schon von Marcel gehört, damit auch herzlich willkommen von mir hier zu dem Video. In diesem Video werden wir euch mal so ein bisschen zeigen, wo oder wie man Leute am besten überholt, vorbereiten kann zum Überholen. Wir machen das einmal in einem Trainingsrennen, das ist jetzt das, und danach nochmal in den neuen PS-Cards. Habt einfach Spaß, Marcel versucht es zu kommentieren, ich werde vielleicht auch ab und zu mal meinen Maul aufmachen. Euch wird sicherlich jetzt schon auffallen, dass es einen leichten Unterschied gibt, wenn man ein Rennen fährt. Im Rennen fahren die Leute öfters Kampflinie oder auch die Ideallinie. Das sieht man jetzt hier, sie fährt relativ mittig die ganze Zeit, weil sie einfach wahrscheinlich auch noch nicht oft gefahren ist. Jemand, der einfach oft Rennen gefahren ist, der macht dazu, verliert natürlich dadurch Geschwindigkeit an bestimmten Punkten, wodurch wir dann besser vorbeikommen. Sehen wir nachher aber auch noch, wie man sowas vorbereitet. Ja, wie ihr jetzt gerade hier auch schon gesehen habt, das kommt ganz oft nicht darauf an, den Gegner richtig vorzubereiten, sondern einfach zu beobachten, zu sehen, wie er fährt und dann schnell darauf reagieren zu können. In dem Fall war jetzt, er hat sich weit rausreiben lassen, dadurch konnte Marcel easy innen reinstecken, hat vorher ein bisschen Gas weggenommen, damit er schneller wieder rauskommt und dadurch wegziehen kann. Also es hängt ganz oft damit zusammen, wie gut kannst du deinen Vordermann lesen, um da richtig zu überholen. Es gibt nicht diese eine Faustregel, mit dem du jeden überholen kannst. Das wirst du niemals sehen. Aber man kann natürlich trotzdem den Vordermann provozieren, um extra die Linien so fahren zu lassen, dass er einfach Tempo verliert und du dann die bessere Linie rausnehmen kannst. Wie gesagt, sehen wir jetzt auch in ein paar Mal jetzt noch. Werden wir auch bei den neuen PS nachher sehen. Da haben wir es auch ein bisschen nochmal extra für euch quasi vorbereitet. Das Ganze mal noch mit den Neunern, damit ihr mal einen Unterschied auch seht. Oh, mein Akku, Alter. Was Überholen mit einem unterschiedlichen Kart ausmacht. Ganz anderes Fahrgefühl, viel mehr übersteuern. Ah, jetzt geht er schon weit raus. Ah, okay. Hat er noch gut geblockt. Jawohl, so. Ah, innen, jawohl, und dann bin ich vorbei. Kann ich hier schön zumachen? Jawohl. So, jetzt hier wieder, genau. Jetzt bin ich innen rein, schön und früher ans Gas und bin vorbei. Das ist halt das Coole beim Neuner. Du hast halt Power, wenn der Vordermann zu quer fährt oder die Power nicht runterkriegt, du gehst halt einmal aufs Gas und bist halt direkt vorbei, weil du halt einfach die Power hast.
Ihr seht schon, es gibt einen großen Unterschied zwischen den 7 PS-Cards und den 9 PS-Cards. Man muss bei den 9 PS-Cards die Leute ganz anders vorbereiten. Einfach weil du eine schnellere Beschleunigung hast, du kommst schneller wieder raus. Dadurch kannst du natürlich die Kurven etwas enger fahren. Wichtig ist nur bei den 7 PS, dadurch, dass die ein bisschen langsamer rauskommen, musst du versuchen, in den Kurven so viel wie möglich Schwung mitzunehmen. Das heißt, im Endeffekt, die 9 PS verzeihen dir etwas mehr die Fehler, wenn du irgendwas nicht ganz perfekt fährst und kommst trotzdem vorbei. Klar ist das hier jetzt auch relativ viel gestellt. Also wir haben schon geguckt, dass wir auch was für euch zu sehen ist. Wenn ich jetzt komplett Kampflinie fahre, dann wird das 2-3 Runden mehr brauchen, bis er da vorbeikommt. Aber grundsätzlich gilt, provozieren, dann kommst du vorbei. Mit Driften macht man richtig schön die Strecke dicht, aber man ist halt auch verdammt langsam. So viel ist sicher. Als will er hinten vorbei. Ja, Marcel hat es gerade schon gesagt, das Problem ist, wenn man so Kampflinie fährt, man rutscht auch mit den 9 PS natürlich mehr. Heißt, man verliert auch schneller seinen Grip wieder, weil die Reifen einfach zu warm werden. Dadurch hat es der hintere irgendwann leichter vorbeizukommen. Man hat es jetzt hier auch gesehen, ich bin irgendwann einfach nur noch extrem rumgerutscht, weil ich einfach meine Reifen komplett überstrapaziert habe. Da ist es manchmal dann auch cleverer, vielleicht nicht komplette Kampflinien zu fahren, sondern einfach zu hoffen, dass man sich die Kurve so vorbereitet, dass man ihm die nächste quasi abschneidet, dass er einfach nicht perfekt vorbeifahren kann. Ich hoffe, ihr hattet grundsätzlich Spaß mit dem Video, habt ein bisschen was draus mitnehmen können. Wenn ihr da noch genaue Fragen dazu habt, wie das Ganze funktioniert mit dem Überholen, was ich gemeint habe, auch mit dem Provozieren, also geht es ja im Grundsatz eigentlich nur darum, quasi den Vordermann anzutäuschen, dass man links vorbeigeht zum Beispiel und dann aber in der nächsten Kurve rechts rauszuziehen, einfach weil man ihm dadurch den Schwung nimmt und selber Schwung aufbauen kann. Genau, das ist so der Hintergrund. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne reinhauen und dann sagt uns einfach Bescheid, was ihr sonst noch sehen wollt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das seht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!